Jetzt! Jetzt! So, ich habe meinen Computer ausgeschaltet. Ah, sehr gut. Hallo Pedro, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin eben schon rausgeflogen. Bitte? Ich bin eben schon rausgeflogen. Ich war eben bei einem anderen Zoom-Meeting. Das ging über 50 Minuten. Und als ich endlich dran war nach 55 Minuten, dann ist der Zoom abgebrochen. Ja, sehr schön. Irgendwas ist immer, ne? Und jetzt auch hier wieder nicht. Es läuft. Auch nicht schlecht. Aber umso besser, dass es jetzt klappt. So, Marcel ist 20 Minuten Auto gefahren. Na dann, Marcel, dann begibst du dich jetzt bitte vor dein Sofa und machst mit. Kannst die Socken anlassen. So, ich hoffe, dass das hier alles funktioniert. Ich schiebe hier nach einfach an meiner Kamera. Ihr werdet mich vielleicht nicht immer so sehen. Aber ich glaube schon, dass es gehen wird. Hallo, kleiner Pedro. Ich habe mich darauf eingestellt, dass wir uns heute irgendwie hinknien. Und, ja. Aber ich muss auch aufstehen. Aber wir machen uns, glaube ich, erstmal so ein bisschen warm. Ich versuche mal die Kamera ein bisschen rüber, damit man das vielleicht sehen kann. Ihr seht, ich habe da meine Matte schon mal aufgerollt. Volle Kanne, let's go. Marcel ist auch bereit. Wunderbar. Ich würde mal sagen, wir wärmen unsere Beine erstmal auf und machen mal so ein paar Ausfallschritte, so ein bisschen federnd. Pedro, wo bist du hin? Ich sehe dich nicht. Ja, ja. Wir machen mal so einen Ausfallschritt, so einen Launch. Und dann federn wir einfach mal so ein bisschen. Okay. Ich stelle mich mal so hin, dass du es auch sehen kannst. Ja, sehr gut. So, Marcel, gut machen. Ich hoffe, ihr hört mich alle noch, auch wenn ich hier hinten bin. So, und denkt bitte dran, dass das Knie über dem Knöchel ist, ne? Und nicht über den Fuß drüber weggeht. Also wenn du das Knie über den Fuß drüber wägst, dann ist es nicht gut, ne? Also nicht immer, gut. Nee, immer so 90-Grad-Winkel. Das ist immer so das Beste. In beiden Beinen am besten. Und dann schön kurz über dem Boden federn wir mal so ein bisschen. Ne? Das ist angenehm in den Oberschenkeln. Irgendwas total angenehm. So, total angenehm. Das andere Bein. Ja. Ich darf ja gut reden, ich bin schon warm, ne? Ja. Machen wir hier das Gleiche. Ruhig, also den Schritt nicht ganz so groß machen, dass du halt diesen Winkel gut halten kannst. Merkst du schon was, Pedro? Ja, in der Leiste. In der Leiste? Ja, okay, gut, ja. Gut, super. Jetzt machen wir mal unsere Arme hochwand, damit wir ein bisschen... Ich stelle mal die Kamera wieder höher, damit ihr mich auch seht. Wer lacht denn da? Der Timo. Timo, stell die Kamera auf, mitmachen, filmen. So, jetzt stellen wir uns mal so ein bisschen breiter als hüftbreit auf. Strecken die Arme. Und jetzt bewege ich immer den Arm in eine Richtung. Und jetzt fange ich zum Beispiel mit rechts an. Und dann mache ich die Handfläche meiner rechten Hand auch nach oben, dass sie zur Decke schaut. Ne? Könnt ihr das sehen? So. Beug mich vor und guck auch in die Richtung. Dann drehe ich die Hand um und kipp die andere nach oben. Und dann immer so im Wechsel. Aha. Damit wir schön aufgewärmt sind. Das stretcht so ein bisschen. Werde ich noch. Bitte was? Ich werde noch ein Sportguru. Aber sowas von. Fitnesstrainer. So. Ja, das ist doch auch angenehm. So, und jetzt kreisen wir mal die Arme so ein bisschen nach hinten. Dann können wir uns ja schon mal auf die Plank vorbereiten. Ich habe gestern übrigens noch mal geübt nach deinem Live, weil ich dachte, wenn dieser Trainer da so 5 Minuten schafft, Richtungswechsel, einmal nach vorne, dann muss ich das auch irgendwann mal schaffen. Ich habe mich gestern auf 3 Minuten durchgerungen. Boah. Ja. Ich war ja heute Morgen auf 1 Minute, danach nur noch auf 40 Sekunden. So, guck mal, jetzt machen wir mal hier den Arm, kann man das sehen, nach hinten so und versuchen mit der anderen Hand das vielleicht zu greifen. Wenn du da nicht hinkommst, ist das nicht schlimm, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn die Hände nicht zusammenkommen. Oh, bist du dann verrückt? Guck, auf der Seite kann ich es zum Beispiel auch nicht so gut, siehst du das? Da komme ich gar nicht hin. Ich habe ja den Rücken zu dir. Bitte? Ich habe ja den Rücken zu dir, dann kann ich nicht sehen. Das immer mal so ein bisschen im Wechsel. Die andere Seite. Und wechseln. Oh Gott. Ja, Pedro, du wirst auch noch zum Schlangenmensch ausgebildet. Ja.
Und das ist gut für die Rückenmuskulatur oder für die Armmuskulatur? Das ist, glaube ich, eher so für die Arme, zum Dehnen, zum Stretchen. Also ich merke das halt hier oben in der Schulter. Ich guck mal, hier sind ganz viele Kommentare gekommen. Jetzt feuert mal den Pedro hier bitte an, der macht das super. Ja, danke, danke. So, wenn ich König werde, dann ändert sich einiges, Timo Siebert. Oh, die beiden zoffen sich schon wieder. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir mal noch so ein bisschen Seilspringen auf der Stelle. So einfach ein bisschen locker. Ist auch immer gut. Diese Übung mag ich voll gern, weil die irgendwie so ist, dass man sich auch noch dabei unterhalten kann, ohne gleich aus der Puste zu sein. Ja. Wir könnten jetzt noch einen Kniehebelauf machen, aber dann kann ich auch nicht mehr sprechen. So. Nochmal stretchen ein bisschen. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal eine Plank, oder? Oh Gott. Ich habe ja heute Morgen schon Sport gemacht, aber ja, können wir mal versuchen. 20 Sekunden möchte ich schaffen. 20. Dann können wir ja hier gleich, ich mache mal die Kamera wieder runter. Ein kleiner Tipp, wenn du merkst, du kannst nicht mehr komplett im Brett bleiben, dann brich nicht gleich ab. Dann setz einfach mal die Knie kurz auf den Boden und bleib einfach in der Plank. Und wenn du merkst, dass es wieder geht, dass du wieder Kraft hast, dann geh nochmal hoch ins Brett. Dadurch kannst du dich, glaube ich, auch ganz gut steigern. Okay. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier den Unterarmstütz machst, kann man das sehen, gibt man Feedback. Ja, die Arme sieht man noch. Wenn du jetzt praktisch so in der Plank bist und du merkst, boah, ich kann nicht mehr, dann setz einfach kurz die Knie ab und bleib aber in dieser Position. Das heißt, dass dein Po einfach in der Höhe bleibt, wie die Schultern sind, ne? Dass er nicht absenkt. Dann kannst du Kraft tanken und wenn du merkst, es geht wieder, dann streckst du die Beine wieder durch. Ne? Also so kann ich lange in der Plank bleiben. So, das geht. Du sollst aber den Po sollst du aber unten lassen. Guck mal, der Po verändert sich nicht. Jetzt bin ich gerade ein Brett. Okay, soll ich jetzt in der Plank gehen? Genau, dann los, wir fangen mal an. Einmal Unterarmstütz. Oh Gott. Guck mal auf die Uhr. Ich sehe gar keine Sekundenzeit. Ach, da ist er. So. Und die ganzen Zuschauer fahren jetzt mal mit ganz vielen Herzen an hier. Oh, ich bin schon fertig. Das schaffst du, Pedro. Los, mach doch mal Herzen hier. Lass Herzen regnen. Wenn du nicht mehr kannst, Knie runter auf den Boden einfach mal. Ja. 30, 31. 32, 34, 35. Aber super! Oh. Klasse! So, ich höre jetzt gleich auf. Du kannst ja zum Beispiel jetzt auch mal auf die Handflächen gehen. Vielleicht ist das für dich. Ach, das war's. Oh Gott. Ich komme gleich wieder zu dir. Es gibt ja auch noch. Hast du schon mal Sideplanks versucht, Pedro? Nee, was machen Seitenplanks? Wie gehen die? Also zum Beispiel könntest du jetzt, ich hoffe, sieht man meine Beine? Kann man die sehen? Muss ich weiter? Ja, Beine. Also ich hoffe, das untere Bein winkle ich jetzt an, dass der Fuß nach hinten geht. Ne? Das obere winkle ich jetzt auf das andere Bein ab, aber gerade ausgestreckt. Ja. Und dann kannst du auch hier auf dem Unterarm stützen, auch hier wieder Schulter über den Ellbogen. Ja. Und dann kannst du einfach so das eine Bein unten lassen und das Becken anheben. Ach, hoch. Ach so. Genau. Oh Gott. Das Bein lässt du unten, ne? Das geht unten. Das ist die erste Übung. Also so fängt man eigentlich an. Irgendwann kriegst du dann vielleicht ein bisschen Power, dann kannst du das Bein, das obere mal heben. Und irgendwann kannst du auch beide Beine aufstellen und. Wie Beine heben. Hoch? Ach so. Beide hoch wäre ein bisschen schwierig. Aber eigentlich und du hast schon eine Stunde Sport gemacht, Mandy? Ich habe heute eine Stunde Sport gemacht, ja. Das tut hier so weh, hier. Ja. Also, schau mal eben. Wichtig ist, wenn du die Seitplank machst, dass du gerade bleibst, dass du dein Becken nicht verdrehst, ne? Okay. Boah. Ja, das ist eine andere Hausnummer, ne? Ah. Die kannst du. Die könntest du zum Beispiel jetzt auch noch so machen, dass du das auf der Handfläche machst. Also praktisch so. Und wichtig ist halt, dass das Becken immer
ja, parallel ausgerichtet ist, dass du dich nicht so nach vorn fallen lässt oder nach hinten halt, ne? Einfach versuchen, gerade, und dann kann man das Bein, muss man aber nicht, man kann es auch so machen. Wichtig ist, dass das Becken gehoben ist, also dass es nicht durchhängt. Wofür soll das gut sein? Hier für die. Kriegst Für du die. eigentlich auch. Also für mich, ich finde, Plank ist so ein richtiges Ganzkörpertraining. Das ist so, du kriegst Bauchmuskulatur, du kriegst seitliche Bauchmuskeln, alles durch die Plank. So, wer hat mitgemacht von euch? Ich muss erst mal gucken hier. Arm auf den Rücken. So, erstmal hier die ganzen Kommentare lesen. Also, Pedro, Marcel und ich hatten das heute auf Arbeit. Was? Ich habe die Übung gar nicht geschafft. Was für eine Übung, Timo? Habt ihr geplankt auf Arbeit? Wo arbeitest du denn jetzt? Lass das nicht den Arbeitgeber wissen. Ja. Arme auf den Rücken. Wendy, ich musste das Timo heute erstmal vorführen. Ich habe es locker geschafft. Also, wenn ihr das das nächste Mal macht, ne, dann macht ihr Fotos und die steckt ihr hier mal als Kommentar unten drunter. Finde ich gut. So. Super. Ja, Mensch, Pedro, die Plank ist wirklich ganz Körper. Ja. Ich durfte vorhin auch schon welche machen beim Sport. Wahnsinn. Also ich muss Sollen mal wir gucken. noch einmal den Plank noch einmal versuchen? 10 Sekunden oder so. Willst du Unterarmstütz oder willst du auf den Handflächen? Nee, Unterarm noch mal. Okay, soll ich mal eine Stoppuhr anmachen? Ja, das wäre toll. Warte. Du kannst mich ja beobachten und dann kannst du sagen, Hintern hoch oder Hintern runter oder Kopf nach vorne oder sowas. Genau, so machen wir es. Warte, Aber ich sehe Stoppuhr. das ja, ich weiß ja nicht, ob ich es richtig mache und dann sehe ich das vielleicht. Also Jawohl, höre ich. dann geh mal in Position und ich Ja? sage, bist du soweit? Am Ja? besten geh mal noch ein Stückchen hinter zu deiner Wand. Ja, genau, so sehe ich dich besser. Super. Bist du bereit? Auf geht's! So, ihr Lieben, und ihr feuert bitte den Pedro wieder an. Pedro, das sieht schon mal richtig gut aus. Okay. Den Kopf nach vorne oder so nach unten? Ich würde ihn gerade lassen, also um eine Verlängerung zur Wirbelsäule. Also nicht so weit nach unten, sondern eher gerade lassen. So. Den Kopf sehe ich leider nicht. Oh, hier kommen ganz viele Herzen rein. Du wirst angefeuert, Pedro. Super. Wie viele haben wir schon? Das sind jetzt schon fast 30 Sekunden. Oh, ist ja Super. Hammer. Super. Chaka. Wie gesagt, wenn du nicht mehr kannst, einmal die Knie kurz absetzen, das ist vollkommen in Ordnung. Wie viel habe ich schon? 43 Sekunden, hey! Wuhu! 10, Danke! Da ist 8, da! Los, noch 8 Sekunden, dann hast du eine Minute voll. okay. 5, 4, 3, 2, Oh. 1, yay! Eine Minute schon, super! Jetzt am besten Ah. mal genau in die Kindspose, damit du dich ein bisschen entspannst. Ja, Leute, so, dann macht ihr das mal alle nach, nicht? Hammer. Sehr Ja, gut. danke schön. Boah, jetzt bin ich so richtig ins Schwitzen gekommen. Ja, das braucht man nicht. Das ist einfach eine Übung, ne? Man bewegt sich so gut wie gar nicht und kommt ins Schwitzen und trainiert echt alles. Also, du spannst ja die Beine an, du spannst die Arme an, du spannst den Rücken an, du spannst den kompletten Oberkörper, Bauch, alles an, ne? Boah, ich hatte ja Und vorhin noch Hunger und habe gedacht, ich esse noch vorher was, aber ich bin ja, ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe. das wäre, glaube ich, nicht so gut. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, wenn dir die Plank irgendwann zu langweilig wird, ne? Ja, natürlich, wenn es zu langweilig wird. Klar, verstehe ich. Guck mal, dann könntest du das noch erweitern. Wenn du zum Beispiel auf den Handflächen bist, kannst du aber auch einen Unterarmstütz machen. Aber ich zeige es jetzt Mach mal mal. so. Dann kannst du den Fuß, egal welche Seite, immer mal so zur Seite tappen. Kann man das sehen? Nee, jetzt Warte. ja. Warte. So. Einfach nur so tap, tap. Und wichtig ist dabei, dass dein Körper sich nicht bewegt. Ne? Nur die Beine bewegen sich. Du siehst, mein Körper versuche ich ganz ruhig zu halten. Einfach Okay. nur eine kleine Bewegung. Ja. Und das bringt auch nochmal vor. Und das kannst du natürlich auch im Unterarmstütz machen. Ne? Ach, das war eben auf den Händen. Bitte? Das war eben auf den Händen. Eben habe ich auf den Händen gemacht. Ja, das sieht man nicht. Ne? Muss Ah, ich auf den okay. Händen. So, ne? Also wie eine Liegestützposition. Ja, okay. Aber du kannst auch den Unterarmstütz machen. Okay. Das ist egal.
Schön, Mandy, wir brauchen größere Wohnungen, damit wir alles sehen können, was wir machen, glaube Ja, ich. am besten so die ganze Wohnung mit Kameras bestücken von allen Seiten, müssen wir schon super Einstellungen haben und jeder es sehen kann. Ich werde dann mit deinem Chef sprechen. Sehr cool. Sind hier noch Kommentare gekommen? Die Weiß ich Übung mit nicht. den Armen auf den Rücken. Ach so, Timo, du meinst praktisch diese Übung Das hier, ne? da. Ah, okay, das habt ihr auf Arbeit gemacht? Als Kind konnte ich das. Als Kind konnte ich das. Ja, Ich als konnte. Kind konnte man so vieles, ne? Ja, das geht Ja. schon. Ah. Ja, und man merkt auch, eine Seite ist echt immer schlechter trainiert als die andere. Also ich kann das auf der hier, kann ich das richtig gut. Boah. Aber auf der anderen komme ich hier gerade mit den Fingerspitzen zusammen. Ah. E.T. nach Hause Irgendwo. telefonieren. E.T. nach Hause. Nach Hause telefonieren. Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, für Schön. heute reicht das auch erstmal. Wir wollten Ja, ja nur ein das kleines. glaube ich Pedro, auch. Ja, wir machen das nächste Mal dann 2 Minuten Planking. richtig, richtig. Was wir nicht wussten, das mache ich ja immer zu Hause. Also das ist ja langweilig. Und demnächst, wenn ich dann frage, Pedro, wann machen wir ein Live, dann kommt so, pff, ich habe gar keine Zeit dafür. Ich bin gerade im Planking. Genau. Ja, Ja, sehr schön. cool. Planking bis Planking Mandy, sehr schön. Vielen Dank für alle, die angefeuert haben, die zugeschaut Ja, haben. auf Wieder. jeden Fall, das war mega, super, ja. Und wie gesagt, mach dich mal nach, das ist echt so ein cooles Training. Und da reicht eine Minute und du bist K.O., ne? Ja, das Das stimmt. finde Da ich reicht eine es 20 Stunde. Sekunden. Nach 20 Sekunden bin ich eigentlich schon K.O. Ich habe das Cool. nur für dich gemacht, Mandy, nur für dich. Danke, 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 danke. Ja, sehr cool. Ja, dann sehen So. wir uns vielleicht morgen Hanno Show, 17:30 Uhr, musikstille Zugabe, wenn du Langeweile hast, morgen mit Karin Kummertrull, eine Künstlerin aus Hannover. Sehr Und wir schön. vielleicht nächste Woche wieder zum Planking, wenn du Lust hast. Genau, sehr gern. Vielleicht Tschakka! wieder Mittwoch nach meinem Training, wenn ich aufgewärmt bin. Schön. Ja, danke schön. Tut mir leid, dass ich nicht gleich reingekommen bin, aber irgendwas ist mit der Technik heute gewesen, aber. Wollte gerade sagen, das kennen wir alle. Und wenn es das Internet nicht ist, dann ist es Facebook. Irgendwas hat man ja immer, ne? Na gut, ihr Lieben, super, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr angefeuert habt und vielleicht macht der ein oder andere es nach. Pedro, danke, dass du den Spaß mitgemacht hast. Gerne, immer wieder gerne. Ja. Danke fürs Trainieren. Also du Ja. solltest mal so einen YouTube-Kanal machen vielleicht. Mal Überleg's dir. sehen. Na gut, ihr Süßen, schönen Abend euch allen noch. Bis demnächst.